Hallo, guten Tag zu einem neuen Tutorial in Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie Objektdifferenzen im Detail insbesondere für Lichtkomponenten funktionieren oder auch für Text-Render-Actors mit Eigenschaften wie zum Beispiel der Farbe. Dazu schauen wir uns, sind wir im Third-Person-Template und da ziehen wir uns erst einmal diesen Start-Play mal kurz hier rechts rein, genau. So, also suchen wir uns zum Beispiel einen Text-Render hier im Place Actors. Falls ihr dieses Panel nicht seht, geht ihr auf Windows und setzt ihr ein Häkchen auf Place Actors. So, ich setze hier einen Text-Render-Actor rein. Ja, das ist, dann müssen wir das Ganze drehen. Das Kürzel für drehen ist E. Sobald ihr auf E drückt, habt ihr diese Rotationseigenschaften und dann seht ihr auch dann die Zahlen auf 180 Grad, genau. Und dann auf Doppel, also mit Leerzeichen könnt ihr auch zwischen Translation, Rotation oder Scale switchen. Dann tue ich das mal hierhin platzieren. Die Größe des Schrifts kann man hier in dem Details wählen. Sobald ihr hier irgendwo drückt, ändert sich dieser Details wählen. Der ist zwar dynamisch, je nach Actor, je nach Eigenschaft, kann man verschiedene Eigenschaften anpassen. Hier ist zum Beispiel World Size, den können wir mal auf 60 setzen. Genau. Und dann sagen wir mal, guten Tag. Ja? Das ist so. Hier gibt es auch eine Eigenschaft, die nennt sich Text Render Color. Das wollen wir jetzt mit einem Triggerbox quasi dynamisch ändern. Die Triggerbox setzen wir in unser Level, ist eigentlich egal wo. Drücken auf R, um das zu skalieren, ziehen hoch, ziehen rechts, ja, genau, und speichern. Jetzt ist das hier ausgewählt, ja, so mit orangener Farbe, dann gehen wir hier auf Blueprints, Open Level Blueprint, ja. Jetzt sind wir im Level Blueprint und drücken die rechte Maustaste, Add Event, Collision, Add on Actor, Begin Overlap. Also sobald der Charakter hier über diese Triggerbox läuft, passiert Folgendes. Jetzt wollen wir Folgendes machen, wir wollen die Schriftfarbe ändern auf, sagen wir mal rot, ist eigentlich egal welche Farbe. So, jetzt klicken wir hier auf diese Schriftactor, gehen hier drauf, jetzt brauchen wir eine Referenz zu Schriftactor. Sobald ihr beim Level Blueprint etwas markiert, könnt ihr direkt die Referenz reinsetzen. Das geht bei anderen Blueprints eher nicht so leicht, aber hier bei dem könnt ihr direkt reinsetzen oder alternativ könnt ihr auch direkt aus dem Outliner ranziehen, aber das ist eigentlich egal. So, Text Render Actor. Also was wollten wir? Wir wollten, sobald der Charakter durchläuft, die Farbe ändern. Die Farbe nennt sich Text Render Color. Also, geben wir hier ein, ziehen raus und schreiben hier oben Text Render Color. Ja, und da haben wir schon unten Text Render Color Set. Text Render Color Set heißt ja einen neuen Wert setzen. Ja? Wir wollen ja eine neue Farbe setzen. Und dann verbinden wir diesen Executive Exec Pin mit dem hier. Ja? Damit es weiß, was es als nächstes tun soll. So, wie ändern wir die Farbe? Das ist dieser Wert hier, der ist Color Structure. Ja? Das ist eine Variable. Die Variable, wie ihr wisst, können Boolean, Byte, Integer, Float haben, aber die können auch viele andere Typen haben. Ja? Das sind Structures, die unzählige Arten von Datentypen sind. Und damit wir nicht ewig suchen müssen, können wir auch direkt auf die Pin gehen. Also das löschen wir erstmal, direkt auf die Pin gehen, rausziehen und dann hier steht Promote to Variable. Ja? Dann tut Unreal Engine automatisch die passende Variable dazu erstellen. Dann klicken wir hier drauf, Value, hier können wir einen eigenen Namen setzen, Lichtfarbe zum Beispiel, oder nee, Textfarbe, ja, das ist ja eine Textfarbe, das ist eigentlich egal, was ihr hier eingibt. Textfarbe, das ist unsere Variable. Ja, so das wollen wir jetzt ändern. Jetzt sehen wir hier in dieser Variablen-Panel nicht, können wir es nicht ändern. Da steht Please compile the blueprint, also machen wir das, compile und schon haben wir einen Panel, der sich öffnet. So, jetzt können wir hier eine eigene Farbe wählen, ist eigentlich egal, rot, grün, gelb. Nehmen wir mal grün, ja, und klicken auf OK und kompilieren wieder, das ist sehr wichtig. Save, ja, und jetzt gehen wir nochmal auf unseren normalen Level und klicken auf Play.
Ja? So, jetzt ist die Schriftfarbe Guten Tag grau im Default. Jetzt gehen wir hier durch und sie wird grün. Ja? Die Änderung habt ihr gesehen. So, das war zum Beispiel mit einem Text-Actor. Jetzt können wir das auch mit auf andere Ziele beziehen. Ja? Zum Beispiel hier gibt es Lichter. Hier oben gibt es ein Lichtpanel, Lights. Hier gibt es verschiedene Lichtmöglichkeiten. Das ist das Sonnenlicht und das ist Point Light, Spotlight, Rectangle Light. Wir benutzen erstmal das Point Light, ja, wie ihr sehen könnt, ist es ein Punktlicht, ja. So, also sobald ich durch die Triggerbox gehe, sagen wir mal, okay, passiert was? Das Licht geht aus, ja. Gut, so. Jetzt setzen wir vorher hier im Details Panel das Licht auf Visible False, dann ist es nicht sichtbar im Spiel. Das ist, also so sieht das dann im Spiel aus. So, jetzt klicken wir auf auf die Licht-Actor, gehen auf Third Person Blueprint, also Level Blueprint, klicken auf rechte Maustaste und Add Event, nein, nicht, Create a Reference to Point Light, genau. So, jetzt wollen wir das Licht einschalten, sobald wir durch diese Triggerbox laufen. Dann ziehen wir das hier raus und schreiben hin, das Visibility, ja. Set Visibility, ja. Point Light Component macht keinen Unterschied in dem Fall. Ihr habt hier auch einen Toggle, das können wir uns später mal anschauen. Also klickt hier drauf, so. Setzt das hier hoch und den Exit Pick. Also dann wird auch danach, nach dieser Sache wird das hier ausgeführt. So. Wie soll die neue Visibility sein? Das soll auf True sein. Das soll ja sichtbar sein danach. Gehen wir auf Compile, Play. Ja, so. So, guten Tag. Und das Licht geht an, ja. Jetzt können wir noch andere Sachen. Wir können quasi spielen. Wir können sagen, Set Color, ja. Set Color. 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 Set Light Color, ja. Zum Beispiel Light Component. Dann können wir auch die Lichtkomponenten Farbe ändern. Ja? Da könnt ihr hier direkt eingeben, sagen wir mal, ja, rot, ja, sieht, ist sichtbar. Und dann auf OK, Compile, Play und rotes Licht oder orange eher. Ja? Also das war's vor allem. Also was ihr machen könnt, ist, ihr könnt Folgendes. Nach dem Event, wenn ihr eine Referenz habt, ja, Referenz zu verschiedenen Actors, das sind ja alles Actor, die ihr hier einsetzen könnt, ja. Da könnt ihr die Eigenschaften, Details quasi über die Blueprints ändern. Zum Beispiel die Visibility, das heißt die Sichtbarkeit ändern, die Farbe des Lichts ändern oder die Textfarbe, den Inhalt, alles Mögliche. Das ist je nach, was ihr im Spiel realisieren wollt, könnt ihr nach euren Wünschen das Ganze anpassen. Genau. Das war's von mir soweit für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.